In Berlin fängt ein Regionalzug plötzlich Feuer und brennt komplett aus. War ein technischer Defekt Grund für den Brand? Einzelheiten jetzt bei Hallo Deutschland. Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Hallo Deutschland, liebe Zuschauer. Knapp 200 Menschen sitzen gestern Abend in einem Regionalzug auf dem Weg von Berlin Richtung deutsch-polnische Grenze. Plötzlich bemerkt ein Passagier Rauch im Abteil und informiert sofort den Zugführer. Kurz darauf brennt der Zug lichterloh. Alle 2 Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch im Straßenverkehr. Kein Wunder beim Anblick dieser Bilder hier. Ohne Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer liefern sich 2 Autofahrer auf der A4 ein riskantes Rennen. Und nicht nur das. Die gefährliche Verfolgungsjagd wird auf Video aufgezeichnet und landet im Internet. Der Titel: Autobahnkrieg. Aber nicht nur durch Raserei können Menschen gefährdet werden. In Esslingen in Baden-Württemberg ist eine Fußgängerin von einer jungen Frau schwer verletzt worden, die einfach nur aus einem Parkhaus rausfahren wollte. Offenbar kannte die Autofahrerin die Funktionen ihres Autos noch nicht so gut. Die automatische Handbremse wurde ihr zum Verhängnis. Er hatte in Schwerin einen Jugendclub für sozial benachteiligte Kinder gegründet. Doch Peter B. hat das Vertrauen seiner Schützlinge ganz mies ausgenutzt. In mehr als 60 Fällen soll er sich an kleinen Jungen vergangen haben. Der 41-Jährige hat die Taten gestanden. Zurzeit läuft der Prozess gegen ihn. Währenddessen erhärten sich Vorwürfe gegen das Jugendamt, das frühe Hinweise ignoriert haben soll. Man kann es weder sehen noch riechen oder schmecken. Doch es kann einen töten. Überall dort, wo Holz, Gas oder Öl verbrannt werden. Wer zu viel Kohlenmonoxid einatmet, der erstickt. Im westfälischen Hagen hat das tückische Gas jetzt beinahe zu einer Tragödie geführt, als sich die giftigen Schwaden in der Wohnung einer 9-köpfigen Familie ausbreiten. Sie ist der 5. Luxusliner der legendären Traumschiffflotte, die MS Amadea. Aber die Filmcrew ist nicht alleine auf diesem Riesendampfer. Neben den Dreharbeiten an Bord geht auch der ganz normale Kreuzfahrttrubel weiter. Damit es den Passagieren an nichts fehlt, sind unzählige Menschen im Einsatz. Unsere Reporterin Yvette Kampfmann hat mit diesen fleißigen Bienchen gesprochen. Sein Name ist nicht unbedingt allen bekannt, aber sein Gesicht umso mehr. Denn er ist eine feste Größe in Film, Fernsehen und Theater. August Zirner hat in seiner 40-jährigen Karriere in ca. 140 Filmen mitgespielt. Unter anderem in Die Fälscher, Der blinde Fleck, Stadtgespräch oder Kontergan. Heute wird der Schauspieler 60 Jahre alt und wir gratulieren ganz herzlich. So, und damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen, liebe Zuschauer. Hallo Deutschland gibt es morgen wieder ab 17.10 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Hier im ZDF erwartet Sie jetzt meine Kollegin Karen Webb mit brisanten Neuigkeiten um Karl Lagerfeld.